Ja, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, über Schalke zu reden. Ich möchte nicht über Schalke reden. Ohne Scheiß, ich habe da keinen Bock drauf, Digga. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Das Ding ist, normalerweise, diese Schalke-Talks sind immer Seelsorge für mich, ne? Ich möchte eigentlich echt nicht meine Laune runterziehen, während des Team of the Years. Und deshalb machen wir es ganz kurz und schmerzlos, wo ich einmal meinen Frust hier, wir machen es innerhalb von. Hey, es wird gerade ehrlich wieder besser mit der Stimme, ne? Also, es ist nicht geil, es tut irgendwie weh beim Reden, aber es wird gerade ehrlich besser. Ja, wir waren 70 Minuten ganz gut, wir hätten eine Chance reinmachen müssen. Darf's eigentlich nicht mit der Erwartung reingehen, bei einem Europa League-Sieger, bei einem Champions League-Teilnehmer irgendwie großartig Punkte zu holen. Und natürlich kannst du jetzt nicht irgendwie sauer auf die Spieler sein und irgendwie sagen, ja, so und so, weil es war halt Frankfurt, da muss man offen und ehrlich sein. Aber, Bruder, geht mir nicht auf und sagt mit, oh ja, wir haben so ein geiles Spiel gemacht und jetzt können wir nach vorne gucken. Bruder, wenn du mit 9 Punkten auf Tabellenplatz 18 stehst und bei einem Spiel, wo du es eigentlich gut gemacht hast, am Ende 3-0 nach Hause geschickt wirst, Digga, dann ist alles aus. Dann sind alle Lampen aus. Aber. Bruder, die Lampen sind auch nicht erst seit heute aus. Die Lampen sind eigentlich seit 4 Wochen aus. Seitdem unsere absolut desolate, überforderte, inkompetente Vereinsführung es einfach nicht zustande gebracht hat, einen konkurrenzfähigen Kader für die Rückrunde zusammenzustellen. Bruder, und dann mach nicht irgendwelche erbärmlichen PR-Videos mit, ja, wir bleiben. Junge, ihr habt doch in der Winter. Also entweder seid ihr ein inkompetenter Haufen Scheiße. Oder ihr habt in der Winterpause schon aufgegeben, hier überhaupt noch die Klasse zu halten. Aber verarsch mich doch nicht mit so einem Müll, Digga. Dann sei doch ehrlich zu mir. Also es gibt zwei Optionen. Entweder die sind inkompetent oder die lügen uns dreist in die Fresse. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Da muss ein. Ich weiß nicht, wer das Spiel geguckt hat, ne? Übrigens, Grüße gehen raus an den Kommentator. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber Kolo Muani hat tatsächlich im WM-Finale, in der 120. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß gehabt. Und Kusuki ist unbekümmert und kommt aus Düren. Neue Informationen, die ich hier erlangt habe. Und Yoshida ist Kapitän der japanischen Nationalmannschaft. Ja. Es ist neue Sachen, die ich erfahren habe. Ja, also es tut halt brutal weh. Ich kann euch eigentlich nur genau das sagen, was ich in der Halbzeit getwittert habe. Und ich lese es jetzt einfach nochmal vor, weil ich mir bei dem Tweet mal länger als 10 Sekunden Gedanken gemacht habe. Bin voll okay mit Halbzeit 1. Ich dichte jetzt einfach mal um. Bin voll in Ordnung mit dem Spiel heute. Dass vorne ein paar Prozent fehlen, haben weniger die Jungs auf dem Platz, die teilweise vor Monaten noch Regionalliga gespielt haben, zu verantworten, sondern die, die im Winter für Flügeltransfers verschlafen haben. Latzer-Standards machen mich depressiv, sonst top. Und ich würde es eigentlich genau dabei belassen, so. Also ich würde es eigentlich wirklich dabei belassen. Den Spielern, die heute auf dem Platz standen, kannst du wirklich keinen großen Vorwurf machen. Mann, stehst auf Platz 18, hast Scheiße am Fuß. Und wenn du 10 Punkte mehr hast, dann gehen von den Großchancen, die du hast, wahrscheinlich zumindest immer einer rein. Aber die Saison, wie sie jetzt gerade ins Wasser fällt oder schon gefallen ist, finde ich, kannst du aktuell nicht den Spielern, die auf dem Platz stehen, irgendwie da großartig einen Vorwurf machen. Wenn du dir einfach mal die Mannschaft anguckst, die da steht. So, du hast ein Tor. Ein Schwolo, der bei Hertha aussortiert worden ist, der auf gut Glück verpflichtet worden ist. Du hast da Innenverteidigung einen Yoshida, der Ende 40 ist, den du auf gut Glück verpflichtet hast. Du hast da einen Henning Matriciani hingestellt, der vor einem Jahr noch dachte, der wird Physiotherapeut. Du hast rechts Cedric Brunner, der einen offensiven Output hat, wie die Teasies beim Pack-Opening zum Team of the Year. Du hast links einen Uhron, der ist ein Cedric Brunner in anders, aber gleich. Dann hast du im Mittelfeld Danny Latzer, was ein Armutszeugnis ist, dass der Bruder überhaupt Standards schießt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also wenn Danny Latzer Standards schießt, dann, das muss ja irgendeiner gesehen haben. Irgendeiner muss sich ja im Training gedacht haben, ey Männer, du da in Frankfurt, ne? Ich hab Masterplan. Wir machen wieder unangenehm und wuchtig. Und wallah, ich mach so und noch schlimmer. Und wenn wir dann irgendwann auf die Doppelspitze umstellen und die weiten Bälle da reinflattern, und die weiten Bälle da reinflattern auf die Terodes, Freys und wie sie alle heißen. Danny, schnapp dir den Ball und zeig der Welt, dass du bessere Standards als Lionel Messi. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wie scheiße sind denn alle anderen, wenn Danny Latzer Freistöße schießt? Digga, ich habe heute fast einen Burnout bekommen. Ich war so kurz vorm Burnout, dass Max Eberl mich schon angerufen hat und ich kurz vor einer Anstellung bei RB Leipzig war. So Burnout gefährdet war ich, als ich diese Drecksfreistöße von Danny Latzer in den Strafraum hab segeln sehen. Bruder, das ist mir in meinem Leben noch nicht untergekommen. Bei Gott, schick mich nach Köln. Sag Broski, es ist Crew Fußball Challenge. Wir nehmen eine Challenge auf. Wallah, ich schwöre auf das Leben meiner Mutter, die heute 60 Geburtstag feiert. Meine scheiß Freistöße sind zu 80% Wahrscheinlichkeiten tackengefährlicher.
Heilige Scheiße! Hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Hab ich wirklich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da steht's mir bis hier, Alter. Da steht's mir wirklich bis hier. Dass doch auch keiner von außen mal reinruft. Hey, nimm mal dem Danny die Pille weg, der kann's nicht. Nee. Kriegt keiner hin. Oder ich fange an zu schwitzen, so fuck mich das ab. Ich werd ja auch nicht jünger. Meine scheiß Lebenserwartung mit diesem Verein ist um 10 Jahre gesunken und ich bin ein fettes Stück Schwein, was keine anderen Talente hat, außer FIFA-Packs zu ziehen. Ja, und das ist das Ergebnis, wenn du dann auch noch Schalke-Fan bist. Ich lüfte jetzt hier erstmal durch. Digga, mich kotzt es so kolossal an. Mich kotzt es so kolossal an, Digga. Was hast du denn? Also, was hast du denn? Sind wir die schlechteste Offensive der Liga? Wir sind wahrscheinlich beides, oder? Wir sind die schlechteste Offensive und die schlechteste Defensive, oder? Ich denk mal ja. Ja? Okay. Junge, was erwartest du denn? Was erwartest du denn, wenn du in der Wintertransferperiode offensiv nichts machst? Okay, wir haben jetzt freigeholt, aber der war auf der Bank. Wenn du offensiv nichts machst und einen deiner wenigen Kreativspieler abgibst, Digga, denkst du da, dein offensiver Output wird besser? Denkst du da, deine Chancenverwertung wird besser? Also, alles auf dem Weg dahin, ne, versteht mich nicht falsch, war ja war wirklich gut. Also, grundsolide bis gut, wirklich gut. Also, Eintracht-Fans wahrscheinlich hier im Chat, also die Frankfurter haben auch schon mal bessere Spiele gemacht, ne? Und, ey, GGs an Frankfurt, ihr wart krass, Mann. Eure individuelle Qualität ist so krass, dass ihr dreimal Batz, Batz, Batz machst. Und dann steht's halt 3-0. Also, ey, GGs, geistkrank. Aber ich finde das, also, pass auf. Wisst ihr, was mich bricht? Was mich wirklich bricht? Was mich wirklich bricht? Und das habe ich ja auch schon in den letzten Monaten 20 Mal gesagt. Wenn ich mir unsere Mannschaft angucke, ne, auch wenn ich jetzt gerade einen lustigen Spruch über Danny Latzer gemacht habe und über wie die da alle heißen, ja, ey, beruhigt euch, Digga, nicht immer alles beim Wort nehmen. Darf ja auch nochmal einen Witz machen hier, wenn man schon die ganze Zeit gepeilt, ja, Windows hier auch noch. Darf ja wohl nochmal einen Witz machen, wenn man hier mit 9 Punkten auf Platz 18 steht und die ganze Zeit gepeinigt wird. So, Real Talk, ich habe gar nichts gegen die Spieler, Alter. Ich mache den Spielern sogar gar keinen Vorwurf. Egal, wer das ist. Ich mache einem Matriciani keinen Vorwurf, ich mache einem Latzer keinen Vorwurf. Bruder, die haben alle meinen Respekt, dass die sich Schalke 04 überhaupt antun. Also jetzt mal ohne Scheiß. Und da ist ja niemand, der irgendwie so und so viel Geld gekostet hat und so viel Geld verdient, dass man da denken müsste, ihr müsstet besser spielen. Also beim besten Willen nicht. Ohne Scheiß. Das fängt bei einem Matriciani an, wie gesagt, der in der zweiten Mannschaft gespielt hat und eigentlich echt davon überzeugt war, dass das Kapitel Profifußball abgeschlossen ist. Bruder, dem fange ich dann nicht an, irgendwie übel zu nehmen, dass ein Jasper Lindström, der sein 7. Saisontor macht und Champions League spielt, das nehme ich dem doch nicht übel, wenn er dann von so einem Lindströmer auseinandergeschraubt wird und da ein bisschen Schlittschuh fahren geht. Aber ich sag halt nochmal und ich wiederhole mich da, was mich so bricht ist, dass ich es dieses Jahr wirklich nicht der Mannschaft vorwerfen kann. Da laufen, ich spreche es jetzt so deutlich aus, da laufen halt keine rum. Da ist keiner, auf den du dich aufgabeln kannst. Die sind alle korrekt, die geben alle ihr Möglichstes, aber die können halt nicht mehr. Und warum können die nicht mehr? Weil wir einfach verschlafen haben, im Sommer und jetzt im Winter einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Und wir haben es auch verschlafen, Grüße gehen raus an die ersten, was waren das, 8 Spiele, 10 Spiele. Wir haben es auch verschlafen, einen vernünftigen Trainer zu holen. Der ist ja anscheinend jetzt mit Thomas Reis da. Also die Leistungssteigerung ist ja zu erkennen. Aber es, also, was haben die denn gedacht, Digga? Was haben die denn gedacht? Ich verstehe es nicht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was haben die denn gedacht? Ja, Männer. Wir sind zurück in der ersten Liga, ne? Guck mal auf den Tacho. Ich glaube, das ist die stärkste Bundesliga seit mehreren Jahren. Es gibt keinen klaren Abstiegskandidaten Nummer 1. Bremen ist mit uns zusammen aufgestiegen, die über Strecke in der zweiten Liga eigentlich deutlich besseren Fußball gespielt haben. Sollten wir da irgendwie versuchen, vielleicht auch mal jetzt ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dass wir vielleicht eine realistische Chance haben? Peter, Moment, ich krieg da gerade einen Anruf. Ah, Hertha BSC Berlin möchte ihren aussortierten Torwart. Ach, und wir zahlen nur 80% des Gehalts. Das ist ja ein Mega-Deal, Digga. Hier haben wir die Baustelle schon geschlossen. Oh, warte mal, der nächste Berater. Ich habe hier einen Innenverteidiger für dich. 64 Jahre alt. Sprintgeschwindigkeit 21 km/h. Aber ist günstig. Innenverteidiger, check. Hallo? Ja? Flügelspieler. Müssen wir Geld in die Hand nehmen. Sag mal, hast du nicht irgendeinen Ende 30-Jährigen, der aber 100 Bundesligaspiele hat? Und keine Ablöse kostet und nichts verdient? Nee? Ja, dann gehen wir einfach ohne rein.
verstehe es wirklich nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich finde es echt, ich finde es so schade. Weil, vergleicht bitte einfach mal die Schalke-Abstiegssaison vor 2 Jahren, wo die sich auf die Knochen blamiert haben, und die Schalke-Abstiegssaison jetzt. So, damals haben Jesus Christus, Allah und die 34 Weltwunder gefehlt und du hättest das Ding immer noch nicht geschafft, in der Klasse zu bleiben. Es fehlt ja gar nicht so viel, Digga. Meine Fresse, eine gute Trainerentscheidung mehr und vielleicht 1, 2 Offensivspieler, die schneller als 14 km/h auf Stützrädern laufen und wir haben eine Möglichkeit. Wir haben eine Möglichkeit, aber wir ergreifen sie nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es geht in meinen Schädel nicht rein. Ja, das Ding, es kann sein. Wahrscheinlich sind wieder 80% aller Schalke-Fans irgendwie nach dem Spiel viel optimistischer als ich. Kann gut sein. Kann gut sein. Hört euch meine Stimme an. Oder ihr wisst, was bei mir nach Schalke-Niederlagen abgeht. Wird's vielleicht mal ein bisschen ruhig. Aber ich, also, was ist passiert, dass in diesem Verein so ein kollektiver Angsthasenzustand eingekehrt ist? Ja, mein Gott, ich verstehe es, dass wir auf unsere Finanzen achten müssen. Bruder, ich hab's verstanden. Brauchst du mir nicht alle 3 Tage erzählen, aber du kannst doch nicht in der Fußball-Bundesliga spielen, in der obersten Spielklasse Deutschlands und denken, dass du mit einem durchschnittlichen Zweitliga-Etat da mithalten kannst auf Strecke. Das verstehe ich einfach nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht. Also das ist so eine einfache Rechnung. So, natürlich deutlich komplexer, als ich es jetzt sage. Aber die Bayern gewinnen die Liga jedes Jahr. Haben aber auch gleichzeitig die höchsten Etatkosten von allen. Warum? Weil Geld am Ende des Tages doch irgendwo Tore schießt. Nicht nur, du musst mit dem Geld auch was Schlaues machen, aber ist doch klar, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst und dir einen konkurrenzfähigen Kader zusammenstellst, dass du was dafür zurückbekommst. Das war jetzt ein sehr abgekürztes Beispiel, natürlich, ne? Bevor man das wieder irgendjemand im Mund umdreht. Aber du, Bruder, ich habe das letzte Mal im Stream gesagt, unsere Mannschaft ist ein einziger Notnagel. Watch Schalke 04 Transfermarkt.de Kader auftauchen. Wir sprechen uns in 5 Monaten. Egal was passiert. Egal was passiert, wir haben mindestens 15 Abgänge und mindestens 10 Neuzugänge. Und denkt einfach an meine Worte. Wenn ich sage, diese Mannschaft ist ein einziger Notnagel. Und du hast genau das bekommen. Hey, ist nicht geil, aber günstig. Kannst du dir am Ende von deinem 18. Platz, kannst du dir halt schönreden mit. Es ist halt, da, also nochmal. Jetzt mach ich's doch wieder länger. Aber es macht mich so sauer, weil es fehlt ja gar nicht so viel. Es fehlt ja gar nicht so viel. Es ist ja alles nicht so scheiße wie vor 2 Jahren und alles so aussichtslos wie vor 2 Jahren. Es sind 1, 2 Situationen und Positionen, wo du mit ein bisschen mehr Mut zum Risiko zumindest in Ansatz sowas wie konkurrenzfähig wärst. Und das bricht mich wirklich bis ganz tief ins Mark.